Es ist erneut Fabio Blanco, der den nächsten Treffer einleitet, schickt Eamon Barcock in die Gasse. Er sieht in der Mitte Daichi Kamada und der Japaner muss nur noch das Füßchen hinhalten. 4:1, der Zwischenstand für unsere SGE. Doch die Eintracht hatte immer noch nicht genug. Erneut Kamada, der Lindström bedient, der scheitert noch im 1 gegen 1. Aber dann die Maschine, Filip Kostić mit Urgewalt zum Erfolg. 5:1 mit Wumms in den Winkel. Am Ende des Tages konnte sich Eamon Barcock dann doch noch in die Torschütze.